Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Loktaufe der Eurovision Song Contest Lok von ORF und ÖBB. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute zu uns zu kommen, hier am neuen Wiener Hauptbahnhof, anlässlich der Loktaufe zum Eurovision Song Contest. Die ÖBB sind nationaler Mobilitätspartner und ich erlaube mir gleich vorab, Herrn Clemens Först zu begrüßen. Er ist Geschäftsführer der ÖBB EC Logistics. Dieses Tochterunternehmen der ÖBB übernimmt die Logistikleistungen, zum Beispiel für die Bühnenshows. Nun aber zum Star des heutigen Tages. Ich darf bitten, Lok, bitte einfach, Signal sein. Schönen guten Morgen im kühlen, schönen Hauptbahnhof. Es ist für uns ein besonderer Moment, diese Zugtaufe vorzunehmen. Danke sehr herzlich für die Kooperation. Ich freue mich auf diese Taufe. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich auch im Namen der ÖBB begrüßen bei dieser Loktaufe. Für uns ist der Song Contest eine Möglichkeit, ein bisschen die Leistungsfähigkeit der ÖBB als Logistikunternehmen zu präsentieren. Wir sind sehr glücklich darüber, dass uns der ORF als Partner hier ausgewählt hat. Das wird ein grünes Event, das wird ein CO2-freies Logistik-Event werden. Das ist für uns wichtig und gibt der Veranstaltung, wenn man so will, ein zusätzliches Element. Es wird eine fantastische Woche werden, davon bin ich überzeugt. Wir haben ein bisschen die Pläne des ORFs gesehen. Wir sind stolz, dass wir hier dabei sein dürfen. Sie haben auch schon die erste Euphorie der Steuerzahler bemerkt am Eingang. Diese Demonstration von Euphorie und Begeisterung wird sich hoffentlich fortsetzen. Zu Lok ist vielleicht zu sagen, ich habe das durch meinen Generaldirektor Babitz gesagt, unsere Taurus ist, wenn man so will, das Schmuckstück unserer Lokserien, 86 Tonnen, 10.000 PS. Wir haben uns ja mittlerweile angewöhnt, jede unschuldige Lok zu bekleben, weil das für uns so ein wichtiges Einkommen ist als ÖBB. In dem Fall muss ich aber sagen, es ist wirklich außerordentlich gut gelungen und meine Meinung wäre, 12 Punkte für die Abendrobe werden ebenfalls mit drinnen. Herzlichen Dank für euer Vertrauen. Thank you.
Thank you.